Moinsen, das wird harte Kost. Rumänien, Ukraine. Oder wunderschöner Fußball. Die Würfel sind gefallen. Philipp hat die Ukraine, ich habe Rumänien. Die wahnsinnige Gruppe E. 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 Wie egal. Nein. Nein, alles wichtig hier bei der EM. Ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze mal an. Abfahrt. Weltklasse. Also ich mit Geld, ne? Mit Geld gegen Blue. Willkommen im Olympiastadion, liebe Fußballfans. Ich darf Sie ganz, ganz herzlich zu unserer heutigen Partie begrüßen. Auf hey, den Kommentatoren André. Haben Wolfuß und Frank Buschmann Platz genommen. Heute haben wir das erste Gruppenspiel der EM 2024 für Sie im Angebot. Ja, Vollball, ne? Gegen die Ukraine. Ein wichtiges Gruppenspiel in diesem Wettbewerb. Wolf, der Mann Ingo, du gehst mir jetzt schon auf den Sack hier. Den Sieg ist ja klar. Du brauchst natürlich die Punkte, von daher dürfte es... Oh ja, schön. Los. Jetzt schon gelb? Schon mal gelb. So geht Rumänien in Junge, was? Spiel. Die spielen mit einem 5-2-2-1. Heißt also, sie wollen mit 5, der Fünferkette 2, 2, zum Erfolg kommen. Das ist eine flexible Taktik. Klingt erstmal relativ defensiv, aber wenn das Umschalten klappt, dann bist du damit auch in der Offensive sehr erfolgreich. Er hält drauf. Jawohl. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Da kann es auch geil werden. Es kann weitergehen. Mal schauen, wie die rumänische Mannschaft nun auf den Rückstand reagiert. Das ist aber abgeprallt, der Junge. Denis Dragusch. Balleroberung. Was ist hier los? Nein. Da war es so ungenau. Sie haben den Ball. Wie du mehr auf den Sack gehst. Ja, Remtschuk mit dem Ball. Moldovan. Ja. In echt hat er die Ukraine hier, ist er böse unter die Räder gekommen. Nein. Nur noch der Torwart vor sich. Okay. Phänomenal! Ohne okay. Worte. Ja, gut. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Ja, auch keine Wiederholung von den EA-Kriegern, ob abseits oder nicht. Sollen wir das jetzt so glauben, was? Abseits. Das war abseits. Ganz klar. Ganz klar. Kollegen bieten sich an. Sie bringen den Ball in die Mitte. Oh, das ist eine gute Chance jetzt. Zieht den Ball zurück. Klasse Anspiel. Sie machen da schön Druck. Hey. Denis Dragusch. Frei nach Bernd Hollerbach. Mir kommt nur einer vorbei. Entweder der Ball oder der Spieler, aber nicht beide zusammen. So muss das gehen. Und damit sind sie am Ball. Dahin. Ist auch nicht gut. Weg erstmal. Erstmal ruhig. Mann, Alter, erstmal das habe ich mir aber anders vorgestellt hier. Ball noch im Spiel. Stark gemacht. Macht da gut Druck. Viktor Tsigankov. Und es gibt Abstoß. Ach. Schade. Junge. Ja, und sonst so? Ja. Okay. Dragusin. Den Ball hat er. Hey. Sie kommen über den Flügel. Da ist die Flanke. Den Ball ab. Digga, was passiert hier? Und festgehalten. Klasse gemacht. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Oh. Du Assi.
Sie gehen dazwischen. Florin Elkoman spielt den Ball steil. Aber dann wird doch nichts aus diesem Angriff. Genau. Viel Einsatz. Muss er den kurzfristig anders disponieren? Ja, ja. Sie machen zu. Nimm doch mal den Ball da jetzt. Nedel Searu. Gutes, frühes Stören. Hat er sich leider befreit. Nicole Stanciu. Der Angriff jetzt, das machen sie gut. Da ist die Hereingabe. Blockt ab. Ja, ja, ja. Es ist voll ein bisschen schneller bei uns. Ist, es kostet ja heute, also das ist schon ein harter Tobak, würde ich mal sagen. Ach. Jetzt kommen schon zwei Tore bei Jugend. Rumänien verliert den Ball. Hereingabe. Super Aktion, gut geklärt. Sie holen sich den Ball und zwar durch dieses frühe Pressing, weil sie da früh unter Druck setzen. Offside. Entscheidung eindeutig ab. Ja, was soll ich sagen? Da sage ich nichts. Ich würde gerne mal die Einschaltquoten von solchen Spielen in Real Life wissen. Da kann er ihn stoppen. Wieso die? Schöner Angriff, da haben sie mehrere Optionen. Gelb hat da wird auch schöne rumgedreht. Zack. Ja, da muss ich handeln. Das. Ja, lol. Fünferkette war so mal früher. Heute können wir auch noch Fünferkette spielen, aber wir haben leider keine Verteidiger eingepackt, deswegen geht da nichts mehr. Alter, Vater. Muss noch ein bisschen umbauen. So. Schön, ne? Was schreibt ihr denn sonst so, wenn ihr den Tag nicht über FC bei uns auf dem Kanal guckt? Und hoffentlich natürlich auch die anderen Videos. So, du mach weg da, wir wollen weiterspielen. Es geht ja nicht immer nur darum, was ihr hier seht, sondern es geht ja darum, dass ihr uns seht. Und vor allen Dingen Patrick, wie er gerade fast einschläft auf seinem Sessel. Er kann auch sonst gesprächiger sein, ist Victor möchte er aber Sigankov. Gerade. Ungefährlicher Ball, weiß den noch hält nicht er so genau. Er weiß noch nicht, ob er Fisch oder Fleisch ist. Ja, der Schuss jetzt. Super Volley, aber kein Tor. Super. Das war technisch herausragend gemacht. Das stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Weißt du nicht, wo wir hin? In der Hosen hat er geguckt. Da fehlen die entscheidenden Zentimeter. Da können wir ja nochmal jetzt eine Halbzeitansprache halten. Ja, mach doch mal. Ich guck nochmal die Flasche, Glas, wie spielst du es? So. Okay. Der Ball rollt, Abfahrt. Die zweite Hälfte läuft. Zygankov. Die Flanke hat er verschenkt, Ball im Aus. Das ist korrekt. Vertan, sprach der Mann. Ne? Sie ihn abgerutscht. Er erzwingt den Ballverlust. Kann man ihn nicht mehr unter Druck setzen, weil. Vielversprechender Steilpass. Gute Aktion. Er versucht ganz frech, der Heber. wirklich schnell reagiert. Eine klasse Rettungstat. Der Ball an den. Aber da geht er doch rein. Vor dem Tor. Schön. Also das zeigen sie heute nämlich. Very nice. Das nächste. Da freuen wir uns noch drüber. Und damit sind sie hier schon mit dreien vorne. Ah, Solidarität mit unseren ukrainischen Mitbürgern. Das wird uns doch keine Daumen runter geben, weil in Russland sind wir sowieso gesperrt. Uns ab Kanal. Und jetzt wird es Einwurf geben. Das ist es vielleicht. Balleroberung. Bin ich aber geschossen. Da wäre Platz für einen Konter. Ja, ja. Er steht im Abseits. Aber zu schnell, der schnellste Junge war. Wir sehen den wie die ganzen Flitzer. Hat Ronaldo noch nicht gefunden zum Foto machen. Ist keiner, Mann. Da fangen sie den Pass ab. Mann.
sah sehr gefährlich aus. Oh, das war ein echter Gang. Ja, Aliberg kommt jetzt. Oh ja. Ball erstmal abgegeben. Ah, ein guter Steilpass hier. Da ist er jetzt durch. Ah, das ist ja, mein scheiß Ernst. Mann, ja, ich hab jetzt Mann. Sie machen mit Mann, ihm, was sie wollen. Das macht er super mit Technik. Hat jetzt Anspielstation. Er kann ihn nicht aufhalten. Sie holen sich den Ballbesitz. Boah, Entschuldigung, Leute. Wenn ihr das gehört habt, ich weiß es nicht. Die neueste Unterdrückung an. Nicole Stanzio. Ich hab's Gefühl, ich spiele mit einem Mann weniger. Ja. Vielleicht können wir ja noch mehr draus machen. Oh ja. Rumänien kann sich den Ball holen. Oh nee. Chance zum Konter. Ich geh den hin. Auf die andere Seite. Flügelwechsel. Flanke kommt oh, rein. Oh Gott. Da steht die Abwehr sicher. Da. Oh nein. Da oh, holt er vorne den Ball. Super durchgesetzt. Oh, ja. Das war Robin. Also. Yep. Und die Aktion von gerade wird natürlich auch noch geahndet. Ja, natürlich. Wann war das? Ich bin Spieler, einfach das ging. So, kein Grund zur Aufregung. Nee. Kopfball nee. Geht. Nee, also ich will ja hier nicht der Breaker sein, aber sie das wechseln. Ist jetzt schon anstrengend. Für mich. Da wäre Platz. Das ist auch mal ganz schön, dass ich nicht immer alleine der Stinkstiefel bin. Meine Güte. Ja? Aber Nicole Stanzio. Spiel doch den hier unten, Junge! Er fängt diesen Pass ab. Ja, das sieht gut aus. Und jetzt der Schuss. Das so war ein bisschen uninspiriert. War zum bisschen zu weit abgedrängt. Ball wird abgefangen. Oh ne. Ola. Denis Dragusch. Und weiterspielen, er hat auf Vorteil entschieden. Ey, das habt ihr gelitten das oder was? Ergeben könnte. Jetzt, ich hab gespielt. Hartes Einsteigen. Könnte Platz oh, Junge. Wollen wir Spielabbruch provozieren hier? Ist, das ist mehr oder weniger schon egal, Buschi. Denn verloren ist das da hier. Kommt ohnehin. Da kleiner Frust? Ja. So eine rote Karte ist auf ja, der warte, warte. Spiel heute nicht. Der Ball war schon 3 Kilometer weg. Warte, für den kleinen Frotz zwischendurch. Gönnt euch mal was. Rote Karte! Warte, da ist er doch! Ich glaube, das Video gucken sich auch nur 3 Leute an. So kann er da nicht hingehen. Ist absolut gelbwürdig. Oh, leise, Chantal! Ey, rot, Junge! So, die letzten 15 Minuten jetzt. Oh ja, oh ja! Der ist drin! Oh, super Kopf! Ja. Sie hören nicht auf, spielen weiter nach vorne. Und daher steht es mittlerweile 5:0. Ja, sind wir mal ehrlich, in der Real Life ja. ist die Ukraine wegen der schlechten Torverhältnisse nach Hause gefahren. Ja, 4 Punkte, ne? Deswegen, genau, deswegen weiß man nicht, wofür hier Tore gut sind. Gut dazwischen gegangen. Gelb hat er gesehen. Ach, Adi, du musst jetzt wirklich abbrechen hier. Und auch das ist wieder gelb. Denise! Entspanne er sich jetzt. Entspanne er sich. Was ist da los? Der ist auch schon gelb. Guck mal. Nicht, wenn du schon gelb hast. Außen hätten sie jetzt Platz. Ball kommt an. Was machen sie daraus? So fangen sie den Angriff früher ab. Sehr gut. Gelegenheit jetzt für einen Konter. Ganz frei, aber das war stark. Ganz frei. Bastian! Wichtig, das wäre das Tor gewesen. Eine Riesenparade. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Wichtig, dass er da klärt. Alter, dein scheiß Ernst, ey. Wir sind dreimal mehr und wir stehen keiner der vorne. Blick auf die Uhr, mal irgendwie 9 Minuten bis zum Ende. Der Ball holt er gut verteidigt.
da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Den Fernschuss nimmt er sich. War aber wohl doch zu groß. Nicht, oh Gott, weil ich auch. Oh. Nicht drin. Nee, nicht. Da haben sie einfach kein Glück. Riesen ja, kein Glück, Junge. Vielleicht auch mehr raus. Kein Glück. Ja, hat nichts mit Glück zu tun. Das war einfach dumm gemacht. Jetzt wäre der Platz auf Außen da. Flanke kommt nach innen. Ja. Da ist das Tor, aber wirklich schwer war es am Ende nicht ja, mehr. Ja, ja. Ah, da war das Tor frei. Eine Angelegenheit heute in dieser Partie und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Und das könnte jetzt rot gehen. Ja. Es gibt die rote Karte. Die Partie ist einfach raus. Die einzige Option. Ich wollte heute nicht erfragen. Er hat einfach abgeschaltet. Du kannst nach Hause fahren. Ja. Wenn wir heute nicht mehr FC, dann wir heute einfach Kahn spielen. Oh, hör doch auf, das war doch Schwalbe. Warte, ich habe jetzt aber schon jetzt Problem, ne? Das ist schon ganz schön wenig hier. Da kommen nur noch zwei Mann in die Mauer. Da aber ist die Chance. Falsche Timing. Das war stark. Hast du gesehen, rote Timing er hatte hat ich. Den Ball. Die Chance jetzt. Digga, was Pass macht auf. Der denn da? Torchance. Er ist so, jetzt komm. Attacke. Da schnürt er den Dreierpack. Da lässt er den Gegner aussteigen. Schämst du dich nicht? Die Lücke. Stark gemacht, das könnte was werden. Habt halt jetzt auch. Ist alles frei. Nächstes Tor. Für vier rote Karten? Nein, schön wie die. Das ist jetzt nur noch ein Trainingsspiel für sie. Was war eine halbe Stunde aufgehört zu spielen, mein Lieber? Malinowski. Ja, ist in vielerlei Hinsicht ist dieses Spiel unnötig. Also schon bei der Ansetzung war das Spiel unnötig. Aber Vorteil, kein Pfiff, Spiel geht das noch mal. Für was denn jetzt? Dann kommt der Pfiff. Hab ich keine Ahnung, lass mal wieder Urlaub. Hab ich was gemacht? Ich habe keine Ahnung. Hab ich gedrückt? Er sieht die gelbe Karte. Alles ja gut. Vertretbare Entscheidung, der Schiri ist weg, Mensch. Ach, ganz ja, gut, ein bisschen spät, Karte. Bisschen spät. Ja, Leute, ich moderiere schon mal ab. Tut mir ein bisschen leid. Ja, man hätte jetzt auch irgendwann aufhören können zu ballern. Man hätte auch irgendwann aufhören können, rote Karten zu kriegen. War ein bisschen unnötiges Spiel. Es ist viel gar nicht zu los. Es war ein Sieg für Philipp. Wir beide haben trotzdem uns ganz so lieb und ganz viel Spaß und treten uns jetzt gleich noch ein bisschen hier im Set aufeinander ein, bis der Schiedsrichter einschreitet und einfach uns beiden hier ausschmeißt. Bis einer weint. Ja, Leute. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Findet immer wieder die Lücke, verschafft sich die Entscheidung.